ist das für eine unglaubliche Atmosphäre, für eine unglaubliche Bühne für dieses Finale. Die Oper des Fußballs. Wird dieser 23.05.2001 ein historischer Tag? Gespannt, was wird Stefan Effenberg machen? Er schaut auf den Schiedsrichter, wartet, bis der Ball freigegeben ist. Schuss, Tor! Tor! 1:1! Tor für den FC Bayern! Und wie er dann die Faust geballt hat, der Effe, wie er die Zähne gezeigt hat, der Tiger, und er hat ihnen gezeigt, Jungs, wir sind noch lange nicht verloren. 1:1, Bayern ist wieder da. Es ist alles offen für den FC Bayern. Jungs, bitte, 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 und nach 25 Jahren endlich diesen Pott nach München und dieselbe noch Straße. Paulo Sergio läuft ganz cool an, schießt, zögert er noch einmal und schießt rüber. Und schießt rüber. Tor, 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 wir sind wieder da. Schuss, Kahn! Ja! Jawohl! Jawohl! Der Kahn fliegt ihn raus! Schuss! Und Kahn lenkt ihn an die Latte und hält! Kahn reißt die Hand nach oben, lenkt den Ball an die Querlatte und hält! Mauricio Pellegrino, der Mann, der so heißt wie das Wasser. Bitte lass ihn an diesem Abend eine Flasche sein. Pellegrino gegen Kahn.